Hallo und willkommen zu einem neuen Geschenke-Guide. So viele haben mich noch gefragt, Julia, hast du nicht noch günstige Ideen? Und ich sag euch ehrlich, alles wird teurer. Aber ich habe wirklich super schöne Geschenkideen für euch rausgesucht, unter 15 Euro. Es sind wirklich tolle Sachen dabei, falls ihr also noch keine Inspiration habt. Ich habe kreative und coole Sachen, die wahrscheinlich auch dann kein anderer schenkt. Also das finde ich mal praktisch und dann sage ich einfach mal, let's go! Die erste Sache ist ein Spiel. So viele sind letztes Mal auf Siedler von Catan abgegangen und haben mich noch privat per Direktmessage angeschrieben, ob ich nicht noch gute Spielempfehlungen habe. Ich finde es mega cool, dass viele von euch jetzt auch spielen und sagen, dass sie die Zeit zu Hause, gerade die gemütliche Zeit, auch mehr nutzen, anstatt irgendwo hinzugehen. Alles ist teurer geworden und wirklich auch mehr Spieleabende zu Hause machen. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Ich sage euch, Leute, das bereichert einen viel mehr, als man immer am Handy hängt. Das Spiel Doppel, nennt man das so? Spricht man das so aus? Ich habe keine Ahnung. Das ist so witzig. Das hat eine Freundin von uns mitgebracht. Und das Coole ist, das kann man wirklich zu zweit, aber auch mit bis zu 8 Leuten spielen. Also es ist wirklich etwas, was immer geht. Und es ist ein Familienspiel. Also da gibt es auch verschiedene Varianten von, auch eine Junior-Variante und so. Das ist jetzt die klassische hier. Und es ist so lustig, da muss man immer so Doppelte erkennen. Also es ist ein bisschen Schnelligkeit und es macht einfach mega viel Fun. Kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Ist was ganz anderes als ein Strategiespiel. Aber ja, also Spiele allgemein. Falls ihr gute Spielideen habt, schreibt sie doch direkt mal in die Kommentare. Dann können da die anderen nochmal vorbeischauen und ja, vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Empfehlungen für mich. Ich liebe auch Spiele. Und in der Infobox verlinke ich euch das übrigens zusammen mit der gesamten Liste. Da findet ihr alle Geschenke, die unter 15 Euro. Da findet ihr aber auch noch meine Amazon Storefront mit meinen anderen Sachen, die ich euch immer mal so gezeigt habe. Und auch die Geschenkeliste unter 50 Euro. Da habt ihr nämlich 50 Ideen, also auch mega viel. Die nächste Sache ist ein richtiges Schnäppchen und zwar ist es mein eigener Kalender. Der ist nämlich jetzt reduziert, weil der ist ja eigentlich von 2022 bis 2023. Der hat nämlich im August gestartet, beziehungsweise ja August, September und der geht aber noch das gesamte Jahr 2023. Also, falls ihr Bock habt, dann ist der gerade reduziert auf 6,99 Euro und der ist super schön gestaltet, schlicht, aber es ist super viel Material dabei. Es ist auch hinten super viel dabei an Rezepten, wir haben Listen, wir haben eine Weltkarte zum Ausmalen, wir haben Serien, Filmempfehlungen, wir haben ganz viel Platz für Notizen, Ferienplaner, wir haben Bucketlist, also wirklich richtig, richtig schön und es ist genug Platz für jeden einzelnen Tag. Aktuelles Schnäppchen. Und ich muss natürlich auch ein bisschen Werbung für mich machen. Boah, die nächste Sache finde ich so cool. Ich wollte immer so eine Popcornmaschine. Und ich sage euch ehrlich, Leute, Popcornmaschinen sind voll teuer. Und man muss halt überlegen, wie oft nutzt man sowas. Ne? Das ist so, das kostet nicht nur 10 Euro, wo man sagt, ja okay, wenn ich zweimal im Jahr raushole, das ist cool. Sondern die sind teilweise wirklich bis zu 60, 70 Euro teuer. Wenn sie gut sein sollen zumindest. Oder noch cool aussehen. Und habe ich das hier gefunden. Und zwar ist das so ein ja, Silikonteil. Und da kann man dann Popcorn reinmachen, also Popcorn-Mais kriegt man ganz normal bei Rossmann zum Beispiel und dann eben Salz oder Zucker, kommt drauf an, ob ihr süßes oder salziges wollt und ein bisschen Wasser und dann müsst ihr mal schauen, wie viel, und das ist für die Mikrowelle. Wie cool ist das denn? Ich denke, ganz viele von euch haben eine Mikrowelle und die Rezensionen sind so, so unfassbar gut. So viele haben geschrieben, das ist einfach so viel besser. Man kann sein Popcorn selber süßen, man kann entscheiden, wie es schmecken soll. Und vor allem ist es natürlich deutlich gesünder, als wenn man dieses Fertigzeug kauft, was man in der Mikrowelle macht. Also fand ich so eine schöne Geschenkidee. Gibt es in Rot und in Blau. Und wie gesagt, kostet auch nicht so viel. Und das ist auch irgendwie gut zu verstauen. Wisst ihr, wenn man so eine riesen Maschine hat, nicht jeder hat so viel Platz, das irgendwo hinzustellen. Oder man stellt es halt in den Keller, dann holt man es eh nie raus. Deswegen fand ich voll die coole Sache. Boah, ihr seid so abgegangen auf diese Pancake-Pfanne und ich habe jetzt noch so eine schöne gefunden. Ich habe ja euch die schon mit den Smileys verlinkt. Die war dann schwarz und hat dann diese Smiley-Gesichter. Die ist super, super süß. Und jetzt habe ich noch diese rosane gefunden. Die ist einfach nur ganz schlicht. Da könnt ihr die perfekten Pancakes drin machen. Und ich sage euch ehrlich, darin könnt ihr eigentlich auch Spiegeleier machen. Also das heißt zwar Pancake-Pfanne, aber warum soll man da nicht Spiegeleier reinmachen? Das funktioniert doch auch. Und hallo, sie ist rosa, Leute. Wie cool ist das denn? Und dann auch noch so günstig und hat 12 Bewertungen. Also ich fand's cool. Noch was Rosanes, aber was ganz anderes. Und zwar diese Fitnessbänder, diese Mini-Bänder. Die sind so praktisch. Also wirklich für alle, die gerne Homeworkouts machen, das ist ein Muss. Ihr seht, das sind 5 verschiedene, das sind nämlich 5 verschiedene Stärkegrade und diese Resistance Bands kann man für alles mögliche benutzen, sei es für Po-Training, Beintraining, Armtraining, Schultertraining, also es ist wirklich etwas, was man auch toll mit in Urlaub nehmen kann oder einfach allgemein, wenn man viel verreist oder unterwegs ist oder wie gesagt zu Hause. Ich glaube, Homeworkouts sind seit dem Lockdown sowieso komplett im Trend und machen viele und ein paar auch nicht mehr, aber viele auch schon und ich finde es auch sehr praktisch. Ich habe auch selber welche und ich wünschte, ich hätte so schöne, weil meine sind irgendwie nicht so schön. Ich bin ja richtig addicted mit iPads. Vielleicht wisst ihr das ja. Und ich habe jetzt diese hier gefunden. Grüntee-iPads und zwar so eine ganze Dose. Weil ich sage euch auch ehrlich, iPads sind auch immer in so Plastik eingepackt. Voll die Umweltverschwendung. Und ich
ich kann es irgendwie auch nicht mehr. Ich will es auch nicht so oft benutzen, aber ich liebe sie. Und das ist jetzt hier mein Set mit 30 Stück und dann unter 15 Euro. Hallo. Sonst kostet nämlich so ein iPad-Set eine Portion sozusagen, ein Set, ja, 99 Cent, wenn man Glück hat, 85 Cent mal im Angebot oder so. Ja, oder noch teurer. Und das ist richtig cool. Und dann hat man halt eine Dose, die kann man perfekt zwischen den Kühlschrank stellen und dann hat man fresche iPads und fühlt sich richtig gut. Die Trinkflasche kam bei euch auch so, so gut an. Und ich habe jetzt hier nochmal eine richtig schöne rausgesucht. Die gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Ich habe jetzt hier mal rosa, hellblau. Finde ich so cool. Und jetzt kommt die Besonderheit. Da passt ein Liter rein. Und wenn ihr da mal genau guckt, dann könnt ihr sehen, dass da so, ja, motivierende Sprüche draufstehen. Und zwar haben wir zum Beispiel Ready to go, dann Hydrate yourself, remember your goal, keep drinking, don't give up and you did it. Finde ich richtig süß. Da stehen halt noch Uhrzeiten drauf, gibt es wie gesagt in 1000 verschiedenen Farbkombinationen und kosten alle unter 15 Euro und sind auslaufsicher, haben auch Top-Bewertungen. Für alle, die ja so strugglen mit Trinken, ist das cool. Da kann man zum Beispiel perfekt auch eine Orangenscheibe oder Minze, Zitrone, Basilikum, Rosmarin, was weiß ich nicht reinmachen. Und dann hat man Wasser mit Geschmack. Also auch eine große Empfehlung. Und Trinken ist so, so wichtig. Vor allem jetzt auch in der Jahreszeit, wo es kalt ist, weil man wird schnell krank. Und dann wird man im besten Fall nicht so schnell krank. Aber Trinken ist immer wichtig, das wisst ihr ja. Macht dieses Buch fertig, falls ihr das nicht kennt. Boah, Leute, habt ihr was verpasst. Das ist so ein witziges Buch. Das ist so ein Mitmachbuch, so ein Fertigmachbuch, wo man so verschiedene Aufgaben erledigen muss. Und das Witzige ist, dass dieses Buch am Ende komplett zerstört sein wird. Also sind so witzige Aufgaben bei, wie zum Beispiel, boah, hier mit dem Stift durch, mal etwas, kleb was ein, trockne Blumen. Und das ist einfach so, so cool. Das kann man perfekt mit Freunden machen, mit der Family machen. Das gibt es übrigens für Erwachsene, also sozusagen so eine, das gibt es auch in Special Mädchen Edition. Werdet ihr auch bei mir in der Liste finden. Das verlinke ich euch da direkt mit. Falls ihr jetzt zum Beispiel eine kleine Schwester oder so habt oder eine Cousine oder was auch immer und ihr sagt, eher, das soll so ein bisschen mädchenmäßig sein, dann gibt es das auch für Mädchen. Und das ist so die klassische Variante, die ich euch eingeblendet habe. Und das ist wirklich cool, weil da hat man so kreative Aufgaben und manche Sachen dauern länger, manche Sachen gehen schnell und ja, das macht richtig, richtig Spaß. Was ich auch mega cool finde, vielleicht weiß das noch jemand, es gab in Hamburg mal einen Laden, wo man sich selber Armbänder machen konnte. Da gab es 1 Million verschiedene Perlen und alles mögliche an Anhängern. Ich glaube, den Laden gibt es nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt. Falls das noch jemand weiß, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Aber ich finde, Armbänder machen macht richtig Spaß und ich habe dieses Set gefunden, auch unter 15 Euro. Und da gibt es so viele verschiedene Perlen. Wir haben hier, glaube ich, 23 verschiedene Perlen, genau. Und ansonsten auch noch Anhänger. Wir haben natürlich die Ösen, die Bänder und da kann man so viele tolle Armbänder machen. Da gibt es übrigens, müsst ihr dann mal schauen, wenn ihr auf den Artikel klickt, verschiedene Farbkombinationen. Das ist jetzt beige, also da sind so ein paar neutralere Töne bei. Wir haben aber auch blau, braun, Bronze und Gold. Da sind dann immer andere Anhänger, immer andere Kombinationen bei. Also schaut da gerne mal vorbei, falls das etwas ist, was ihr euch vorstellen könnt zu kaufen. Dann lohnt es sich immer, übrigens bei dem Artikel einfach mal zu gucken, was unter weiteren Vorschlägen ist oder andere Farbvarianten. Und ich finde es richtig cool. Damit kann man sich auch richtig lange beschäftigen und da ist auch wirklich viel im Set dabei. Ein Wochenplaner macht so viel Spaß und Sinn und was ich liebe, ist dieser Wochenplaner für den Schreibtisch. Und zwar ist der so zum Abreißen. Da sind nämlich 25 Blatt drauf, das heißt 25 Wochen und die gibt es in verschiedenen Designs. Das hier ist jetzt dieses etwas schlichtere, aber auch da, wenn ihr auf den Artikel klickt, findet ihr weitere Designs, zum Beispiel mit Aquarell, mit Alpakas, Clean oder die Plant Lady, Scrapbook, Sky, also die sind immer in verschiedenen Farbkombinationen. Und da kann man zum Beispiel draufschreiben, was man die Woche vorhat, also To-Do-Listen schreiben, ein Highlight, Wochenziele sich setzen und dann kann man das abreißen nach einer Woche oder wenn man dann halt sagt, ja, ich habe das jetzt erledigt und dann hat man ein cleanes, frisches Blatt. Perfekt als Schreibtischunterlage, habe ich immer gehabt in der Schulzeit und ich habe es geliebt. Ich habe mir da zum Beispiel auch manchmal so Formeln draufgeschrieben und dann habe ich halt immer, wenn ich auf den Schreibtisch geguckt habe, das wieder gesehen und irgendwann konnte ich es dann sowieso auswendig und dann wurde es Zeit für ein neues Blatt. Also eine richtig schöne Sache wirklich und das ist auch eine Geschenkidee, das kenne ich jetzt nicht so aus einem anderen Laden. Also das ist jetzt für mich nichts, was ich jetzt bei Nanunana kaufen kann oder bei, keine Ahnung, HEMA oder so. Zumindest kenne ich das jetzt nicht. Ich bin auch nie bei HEMA, weil es bei uns kein HEMA gibt. Ich weiß nicht, warum ich das gerade gesagt habe, aber ich liebe das. Ich finde das richtig, richtig schön und für alle, die gerne so organisiert sind, ist das auch eine schöne Sache. Habt ihr eigentlich meinen Snow Angel Pulli gesehen? Ich bin nämlich extra in Weihnachts
ja, Weihnachtsspirit sozusagen unterwegs, auch mit den Weihnachtskissen in den Videos. Ich hoffe, es fällt jemandem auf. Und das war's auch schon mit den Ideen. Also wie gesagt, Liste findet ihr komplett oben in der Infobox. Klickt da drauf, da findet ihr alles, was ich euch gezeigt habe, direkt verlinkt. Und auch noch meine andere Liste mit 50 Ideen unter 50 Euro. Also ich bin mir ganz sicher, falls ihr noch keine Idee habt, werdet ihr jetzt was finden. Ganz sicher. Und ansonsten hoffe ich sehr, es hat euch gefallen. Falls ihr noch mehr Geschenke-Guides haben wollt, vielleicht noch so ein DIY-Video. Habt ihr darauf Lust? 5 Ideen unter 5 Euro zum selber machen? Das wäre noch meine Idee. Ansonsten hoffe ich sehr, ihr habt Bock. Schaut unbedingt bei Instagram vorbei. Da habe ich super viele Weihnachtsrezepte. Ich habe Reels mit einem Geschenke-Einpack-Hack, also zwei verschiedene. Ist richtig cool geworden. Und ansonsten auch weitere Inspos. Also schaut da gerne vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!